Das malerische Swat-Tal in Pakistan hat weltweit traurige Berühmtheit erlangt. Hier herrschten von 2007 bis 2009 die Taliban. Dann eroberte das Militär die Gegend von ihnen zurück. Seit mehr als einem Jahrzehnt versucht nun die Armee, ehemalige und potenzielle Terroristen umzuerziehen. Hinter den Mauern dieses ehemaligen Hotels führt die Regierung ein Entradikalisierungsprogramm durch. Mehr als 1500 Männer haben bereits vor Marshalls Pult gesessen. Die Teilnehmer waren entweder selbst Mitglieder extremistischer Gruppen oder deren Helfer. Ein Kurs dauert 3 Monate. Auf dem Programm stehen berufsbildende Grundkurse, aber auch Religionsunterricht. Laut dem Militär beträgt die Erfolgsquote rund 99%. Mohammed Ali war erst 19, als Militante ihn überredeten, nach Afghanistan zu gehen. Dort wurde er von den Taliban ausgebildet, doch zurück in Pakistan verhaftete ihn die Polizei. Heute sieht er alles ganz anders. Dschihad im Wortsinn meint eigentlich den persönlichen Kampf. Doch in ihrer Sprache heißt es, entweder andere Menschen zu töten oder selbst getötet zu werden. Als ich diese Definition hörte, dachte ich, es sei wahr und es spornte mich an. Ich wusste einfach nicht genug über den Islam. Mohammed wird bald entlassen und ist entschlossen, nicht wieder in sein altes Leben zurückzukehren. Wenn Sie mich wieder anwerben wollen, werde ich Ihnen sagen, dass Sie mich in Frieden lassen sollen. Denn der Dschihad, den Sie mir beibringen, ist ganz anders als der richtige Dschihad, wie ich jetzt gelernt habe. Und wenn Sie nicht aufhören, mich zu belästigen, werde ich das den Behörden melden. Die Männer sind zwischen 18 und 70 und bei jedem ist die Herausforderung eine andere, sagt der betreuende Psychologe. Den Teilnehmern mit sozialen Problemen bieten wir psychologische Beratung an. Schülern mit einem niedrigen IQ unterrichten wir entsprechend. Und den religiösen Extremisten erklären Religionsgelehrte die wahren Grundpfeiler unseres Glaubens. 60% der pakistanischen Bevölkerung ist unter 25. Missstände im Ausbildungs-, Gesundheits- und Wirtschaftssystem sehen manche Fachleute als Nährboden für die Radikalisierung. Diese Studenten an der Uni in Peshawar empfinden ihre Situation oft als frustrierend. Es gibt ja keine Jobs, weil es hier nicht sicher ist, investiert niemand hier. Meine Heimat, die Khyber-Region, ist von den Radikalen geprägt. Doch wir haben es irgendwie geschafft, hierher zu kommen. Aber die meisten meiner Schulkameraden wurden aufgehetzt und sind nun nicht mehr am Leben. Unsere Religion sagt, wir sollen uns einerseits an der echten Welt orientieren und andererseits religiös sein. Weil es aber keine Balance zwischen den beiden gibt, entfernen sich manche von der Religion, während die Radikalen zu Extremisten werden. Die vielschichtigen Ursachen von Terrorismus bekämpfen, das hat Priorität, sagt die Regierung. Aber solche Veränderungen brauchen Zeit. Die Sicherheitskräfte werden Mohammed nach seiner Entlassung beobachten, bis sie wissen, ob das Entradikalisierungsprogramm bei ihm wirklich Erfolg hatte, werden aber wohl Jahre vergehen.